Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Konkreter gesagt, nicht zur Vorlesung Einführung in die Medienpädagogik, sondern zur Austauschveranstaltung. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe ja in der Auftaktveranstaltung hier auch schon erzählt, das besondere Format dieser Veranstaltung ist eben ein temporäres Hybridformat. Man kennt es auch unter Inverted Classroom, also falls Sie mal nach dem Konzept schauen wollen. Das Ganze nennt sich Inverted Classroom, ist ein Blended Learning Konzept und nach diesem arbeiten wir hier. Ganz viele bekannte Gesichter sehe ich, das ist wunderbar. Insofern weiß ich, dass Sie das Veranstaltungskonzept kennen. Es haben mich aber doch einige von Ihnen gefragt, die in der ersten Veranstaltung nicht dabei sein konnten, was es denn genau mit dem Veranstaltungskonzept auf sich hat. Das brauche ich aber jetzt, keine Angst für diejenigen, die das mitbekommen haben, aber jetzt nicht zu wiederholen, denn Sie hätten die Möglichkeit, diejenigen, die das entsprechend verpasst haben, sich das in einem Video vom vorherigen Semester noch einmal anzuschauen. Also für alle diejenigen von Ihnen, die mein Intro, meine Auftaktveranstaltung verpasst haben sollen und das gerne sich nochmal anschauen oder vielleicht auch irgendetwas nochmal sich daraus in Erinnerung rufen wollen, vielleicht waren Sie dabei, aber Sie haben das nicht mehr ganz präsent, dann haben Sie die Möglichkeit, das Video einfach in meinem YouTube-Channel zu finden und es sich dann nachträglich anzuschauen. Deswegen kann ich es hier an der Stelle relativ kurz machen. Also alle, die meisten von Ihnen dann wahrscheinlich, die bei der Auftaktveranstaltung dabei waren, wissen, dass wir hier mit einem ja vielleicht außergewöhnlichen Konzept für die meisten von Ihnen experimentieren. Und heute geht es im Wesentlichen um den Austausch zu den Grundbegriffen und eine Einführung, eine Annäherung an die Medienpädagogik, was natürlich häufig, das kennen Sie aus Ihrem Studium, insgesamt natürlich immer auch was mit Begrifflichkeiten zu tun hat. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben eine der zentralen Begrifflichkeiten, nämlich die Zielperspektive der Medienpädagogik, uns das letzte Mal auch schon pantomimisch angeschaut. Und ich habe das als Anknüpfungspunkt genommen, um darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken, was denn wie Medienkompetenz allgemeinsprachlich verstanden wird und habe da entsprechend dazu eingeladen, darüber nachzudenken, was denn das akademische Konzept, also das wissenschaftliche Konzept ist, was sich hinter diesem Begriff der Medienkompetenz verbirgt. Viele von Ihnen kennen natürlich noch einen anderen Begriff, Medienbildung, und haben den auch, wenn Sie die Videos sich angeschaut haben, entsprechend kennengelernt. Die Kurzform hier an dieser Stelle für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei sein konnten. Im Sommersemester ist es immer so, dass Sie sich zuerst im Rahmen einer asynchronen Sitzung, also jetzt konkret im Rahmen der letzten Woche, dann die Videos zu den Grundbegriffen, zu der Einführung anschauen konnten und wir heute hier dann live in der Aula darüber diskutieren, Fragen beantworten, weiterdenken, nachdenken und so weiter. Und im Wintersemester funktioniert das, also habe ich das Gleiche probiert, dann als Online-Format. Hat super funktioniert. Jetzt ist die Herausforderung zu klären, also heute insofern, und deswegen sehen Sie auch hier schon ein paar Stühle. Heute klären wir, ob das mit den Breakout Rooms im Online, also in Zoom, in der Online-Plattform, funktioniert das wunderbar. Hier ist es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber dafür vielleicht angeregter. Mal schauen. Also wir probieren das mal aus, ob das funktioniert mit den Breakout-Sessions im Live-Format, nämlich mit den Murmelgruppen, wie ich die hier nenne. Also alles live und mal gucken, ob das so funktioniert. Also ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich sehr gerne darüber nachdenke, da blätter ich hier mal weiter, das ist sozusagen nochmal das Live-Bild dazu, wie wir nicht nur schulischen Unterricht, sondern auch die Hochschullehre, wie wir die Hochschullehre weiterdenken können, wie wir die Hochschullehre weiterentwickeln können. Denn da ist ja in den letzten Semestern, nicht nur in den letzten Semestern, die Medienpädagogik hat da schon eine längere Geschichte, aber für meine KollegInnen, ist da gerade in den letzten Semestern viel passiert durch die erzwungenen Online-Semester.
Für Sie wahrscheinlich auch. Nicht nur Positives, man hat auch sehr schlechte Online-Formen, sehr schlechte Online-Seminare, Online-Vorlesungen auch, haben Sie sicher auch erleben müssen. Und unsere Idee ist, ich hatte Ihnen das letzte Mal ja auch dieses Buch herumgegeben, in dem wir einige Texte gesammelt haben, die darüber nachdenken, wie man über die Qualität des Unterrichts auf der einen Seite, also mit dem Ziel Schule, aber eben auch über unsere eigene Lehre, also nämlich die Hochschullehre, weiter nachdenken kann. Ich hatte es nur relativ kurz gemacht, deswegen hier nochmal diese Folie, weil auch ein paar Nachfragen kamen. Dieses Buch finden Sie in der Bibliothek. Wenn das vergriffen sein sollte, können Sie gerne auch zu mir kommen und das bei mir auch mal ausleihen. Ich habe noch 1, 2, 3 Exemplare. Aber Sie können in den Ludwigsburger Beiträgen zur Medienpädagogik, das ist eine Online-Zeitschrift, ein Online-Magazin, können Sie diese Beiträge auch finden. Und aus diesem Grund habe ich mir auch gedacht, dass ich Ihnen heute noch mal ein paar Empfehlungen gebe zum Thema Literaturrecherche, wie finde ich Informationen nicht nur im Netz, sondern auch in Zeitschriften zur Vor- und Nachbereitung, was Ihre selbstständige Vor- und Nachbereitung mit den Videos ein klein wenig ergänzen soll. Das ist ein kleiner Teil heute, für den ich noch ein bisschen Zeit einplanen würde, bevor wir in den Austausch gehen, bevor es um die klugen Fragen geht, die Sie eingereicht haben, weil ich festgestellt habe, dass das tatsächlich für ganz viele, wenn Sie auch schon viel Erfahrung haben, aber wahrscheinlich ist der ein oder andere Tipp noch dabei, den ich Ihnen geben kann, der nicht nur für diese Veranstaltung, sondern für Ihr Gesamtstudium ganz sinnvoll sein könnte. Und es gibt noch ein paar mehr, deswegen, aber das können Sie dann alles sich anschauen. Links finden Sie natürlich wie immer auch im Moodle-Kurs. Das heißt, konkret sieht das dann so aus, dieses Blended Learning, konkret Inverted Classroom Konzept. In der letzten Woche haben Sie die Möglichkeit gehabt, sich vorzubereiten. Einige von Ihnen haben das ein bisschen flexibel gesehen und haben gesagt, okay, ich mache den Mittwochnachmittag was anderes und schaue die Videos zu einem anderen Termin oder am Wochenende. Können Sie natürlich genauso machen. Ja? Die Idee ist sozusagen, dass Sie dafür die Zeit entsprechend auch einplanen können für eine asynchrone Sitzung. Einige waren auch, habe ich gehört, was sehr schön ist, auch beim Tutorium, um entsprechend gleich die Fragen, die Sie vielleicht bei den Videos hatten, dann auch in einer kleineren Gruppe zu diskutieren. Und hier diskutieren wir eben dann heute die Fragen in einer etwas größeren Runde. Erstmal im kleinen Kreis, Sie wieder für sich und dann hier vielleicht im größeren Kreis. Nicht jede und jeder muss hier übrigens auf diese heißen Stühle, sondern nur natürlich die wollen. Aber Sie sind alle eingeladen. Das heißt, konkret sieht das dann so aus, gibt eine kleine Begrüßung, vielleicht den einen oder anderen aktuellen Hinweis, den ich dann für Sie habe, organisatorische Hinweise, gerade auch für diejenigen, die Modulprüfungen machen, die verteile ich immer so ein bisschen übers Semester, damit Sie nicht am Anfang alles geballt bekommen, sondern erinnern Sie auch dann daran, an die LSF-Anmeldung und diesen ganzen Käse, den man hier an der PH braucht. Dann schauen wir uns die klugen Fragen an. Das sind die Fragen, die diejenigen von Ihnen einreichen im Rahmen der asynchronen Sitzung. Das hat was mit diesen Buchstaben. Also wenn Sie das nicht wissen, einfach in das alte Video schauen und dann wissen Sie, was es mit den Buchstaben auf sich hat. Diese Fragen schauen wir uns hier gemeinsam an. Die beantworten wir aber tatsächlich nur kollaborativ. Also das heißt, Sie stehen entsprechend für Ihre Antwort auf. Und das könnte mir und auch den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen dann einen Hinweis darauf geben, welches, also quasi der Zuschauer, wie heißt es, der Zuschauer-Joker oder sowas, ne? So ähnlich heißt es, könnte Ihnen und den anderen dann einen Hinweis geben, was die richtige Antwort ist, aber nur könnte. Und das, ich kann Ihnen natürlich die richtige Antwort nicht verraten, weil diese Single-Choice-Fragen Ihnen vielleicht auch in der Klausur begegnen können. Klammer auf, das heißt, für diejenigen von Ihnen, die Ihre Klausur selbst gestalten wollen, reichen Sie einfach nur kluge Fragen ein. Und die klügsten der klugen Fragen wählen wir dann aus und zeige ich Ihnen hier und beantworten wir kollaborativ. Das ist der zweite Teil. Dann gibt es den dritten Teil, den wesentlichen Teil. Also wir gehen in den Austausch, es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Und dann entsprechend, wenn wir die Zeit noch haben, den einen oder anderen Gedanken inhaltlich noch weiterzudenken, die eine oder andere Meinung auszutauschen. Und vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte ja das letzte Mal auch schon erwähnt, warum das aus lerntheoretischer Perspektive durchaus etwas Sinnvolleres ist, als einfach nur eine reguläre Vorlesung. Also was da sozusagen auch lerntheoretisch dahinter steht. Ja, und das wird sich entsprechend dann immer wieder wiederholen. Das heißt, Sie schauen sich die Videos an, wir kommen hier zusammen und parallel dazu, zu den asynchronen Sitzungen, gibt es dann eben noch das optionale Tutorium, das Sie gerne besuchen können, aber natürlich nicht besuchen müssen. Das ist ein Zusatzangebot. Und Sie sehen schon das, und das haben Sie im Moodle-Kurs ja auch gesehen, hatte ich letztes Mal auch kurz schon die Folien gezeigt, dass sich das dann entsprechend im Rahmen der Themen, die wir hier im Rahmen der Einführung in die Medienpädagogik bearbeiten, dann entsprechend immer wieder wiederholt. Und hier sehen Sie nochmal die Themen mit den Terminen dazu und entsprechend dann die weitere Folie mit den weiteren Terminen. Aber das nur ganz kurz, weil das finden Sie ja alles im Moodle-Kurs. Dann hatte ich Ihnen gesagt, es gibt immer auch die Möglichkeit, organisatorische Fragen zu klären, machen wir gleich. Und an dieser Stelle aber erst einmal die versprochenen Tipps und Tricks, wie Sie Ihre eigene Recherche, Ihr eigenes Weiterarbeiten, Ihre asynchronen Sitzungen noch etwas intensiver gestalten können, nämlich wie Sie an Zusatzliteratur, an Zusatztexte kommen können, was eben, wie gesagt, nicht nur für diese Veranstaltung sinnvoll ist, sondern auch für das Gesamtstudium. Aber zunächst einmal bleiben wir bei den Grundlagen zu dieser Veranstaltung. Nochmal zur Erinnerung, Sie finden fast alles davon, was Sie brauchen, finden Sie im Moodle-Kurs, zumindest die Grundlagenliteratur. Literatur, haben sich auch einige Fragen erreicht, ganz bis runter scrollen, dann finden Sie entsprechend die Grundlagenliteratur. Und die habe ich Ihnen hier als Erinnerung nochmal mit den Covern mitgebracht. Und für diejenigen, die sich nicht nur auf die Links verlassen wollen, die Sie bei den jeweiligen Terminen, das heißt, wenn Sie die Termine durchgehen, finden Sie immer die jeweiligen Links, die dann entsprechend in den YouTube-Channel verlinken. Da finden Sie dann die entsprechenden Videos zu der jeweiligen Veranstaltung. Wenn Sie mal was vor- oder danach gucken wollen, Sie irgendeine Frage noch weiter interessiert, zum Beispiel aus der Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl, da habe ich, weil da ein paar Videos dazugekommen sind, habe ich diese Serie nochmal neu gegliedert. Es gibt jetzt Fragen, die im Prinzip die Medienpädagogik nochmal thematisieren, nochmal etwas weiter aufgliedern, sondern, und es gibt jetzt zusätzlich auch noch Fragen für die Bezugsdisziplinen. Also da ist auch ein bisschen was aus der Informatik dabei, auch zu sehr aktuellen Themen wie ChatGPT, KI in der Lehre, in der Bildung, im Bildungskontext und so weiter und so weiter. Also da ist durchaus noch, oder Dark Pattern, falls Sie das schon mal gehört haben, also durchaus noch einiges dabei, was nicht unbedingt nur in die Medienpädagogik gehört, sondern sozusagen ein bisschen weiter geht. Aber was so Fragen waren, die wir im Rahmen der letzten Veranstaltung diskutiert haben, und dann dachte ich, ach, das könnte auch vielleicht eine größere Gruppe interessieren, und dann habe ich da entsprechend so ein kleines Video gemacht. Für diejenigen, die die Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl noch nicht kennen, der Unterschied ist zu dieser Veranstaltung zum Beispiel, in der es im Wesentlichen um präzise Begrifflichkeiten, um Theorien und Konzepte geht, geht es bei Medienpädagogik im Schaukelstuhl geht es eher so um das Verständnis. Das heißt also, wenn Sie da eine Frage interessiert, dann versuche ich diese Frage tatsächlich im Schaukelstuhl sitzen. Also wenn Sie es noch nicht gesehen haben, es sieht auch ganz lustig aus. Und der knarzt dann auch ganz echt. Versuche ich diese Frage so zu beantworten, dass sie möglichst gut verständlich ist. Und da gibt es eben eine neue Serie auch dabei zu Fragen des Studiums und zum eigenständigen Forschen, wozu es auch weitere Serien gibt, wie finde ich Literatur, online fast und so weiter und so weiter. All das finden Sie dort und natürlich auch die Vorlesungsvideos. Also falls Sie mal vor- oder nachschauen wollen, dann finden Sie entsprechend dort die ganzen Vorlesungsvideos auch noch.
da am besten mit dem Computer schauen. Beim Handy ist es bei YouTube immer so ein bisschen blöd sortiert. Also, aber auf der Webseite sieht es dann ganz okay aus. Literatur. Wer gerne noch ein bisschen weiterlesen möchte zur Medienpädagogik und in die und künftig in der Schule arbeiten möchte, also alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer, denen sei nochmal extra dieses Buch empfohlen, also falls Sie da weiterlesen wollen, Medienbildung in Schule und Unterricht von den Kollegen der Universität Paderborn und Gerd Tulu-Ziecki, einer der großen Medienpädagogen, finde ich, hat sich auch in den letzten Jahren mit dem Thema Medienerziehung und Medienbildung in der Grundschule beschäftigt und hat, finde ich, ein ziemlich gutes Buch dazu geschrieben, relativ dünn, also das heißt, man kann es richtig gut durcharbeiten. Das habe ich hier noch mit reingenommen, weil relativ viele von Ihnen, ja, das konnten wir sehen auch in der letzten Sitzung, in die Grundschule möchten, angehende Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer sind. Und deswegen habe ich diese Empfehlung hier nochmal reingenommen. Also falls Sie sozusagen nochmal ein bisschen mehr als diese Veranstaltung haben wollen, dann können Sie sich dieses Buch auch anschauen. Gibt es auch in der Bib schon. Wer in der Medienpädagogik forschen möchte, Bachelorarbeit schreiben, Masterarbeit oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, dem kann ich diese Bände empfehlen. Die sind von mir herausgegeben, aber es ist so, glauben Sie nicht, dass Autorinnen und Autoren oder in diesem Fall ich da etwas verdienen, wenn wir Werbung für die Bücher machen. Und weil das eben so ist, weil diese Idee für diese Publikation auch eine ist, die von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Universität Erlangen-Nürnberg stammt, habe ich mich dafür eingesetzt, dass der Verlag das nicht nur verkauft, diese Texte, sondern sie es entsprechend auch auf einer Webseite finden. Also die URL forschungswerkstatt-medienpädagogik.de führt Sie zu einer Seite, in der Sie all das, was Sie hier in den Büchern finden, auch online als frei verfügbare PDFs, als frei verfügbare Texte finden. Und ich finde insgesamt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, sowas müsste es eigentlich noch mehr geben. Es müsste eigentlich noch mehr Kolleginnen und Kollegen geben, die diese Texte frei zur Verfügung stellen, damit vor allem Sie nicht immer, Bücher sind ja leider, so schön sie sind, aber kosten ja dann auch, kommt einiges zusammen im Studium. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir oder dass Sie die Möglichkeiten haben, man will sich ja vielleicht auch nicht unbedingt dieses Buch und dann braucht man nur einen Text. Also das heißt, ich wünsche mir, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass Sie an Texte kommen, die Sie für Ihr Selbststudium, die Sie für Ihr Studium verwenden können. Deswegen habe ich Ihnen jetzt da noch ein paar zusätzliche Tipps zusammengestellt, wie man das ganz einfach machen kann. Und ich wage mal die These, dass wenn Sie diese Tipps, die ich Ihnen jetzt gleich gebe, beherzigen, Sie viel weniger Geld für Literatur für Ihr Studium ausgeben müssen, vielleicht sogar gar kein Buch mehr kaufen müssen, sondern künftig das Netz nutzen können, um Literatur, richtig gute Literatur für Ihr Studium zu finden. Denn ganz viele, ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen sagen sie, nein, nutzen Sie nicht das Internet für Ihr Studium. Und das muss man differenzieren. Ich sage Ihnen auch, nutzen Sie keine Standardsuchmaschinen für Ihr Studium. Aber nutzen Sie das, was ich Ihnen jetzt zeige. Und nicht nur für diese Veranstaltung. Und dann brauchen Sie wahrscheinlich viel weniger Geld auszugeben für Bücher. Es gibt nämlich Literaturdatenbanken, Repositorien. Wenn Sie das noch nicht gehört haben, dann hier. Ein Beispiel gleich, speziell für die Pädagogik, für den Bildungsbereich. Diese Plattform heißt FIS Bildung, Fachinformationssystem Bildung heißt das. Klingt langweilig, ist aber ganz interessant, weil dort finden Sie alles, was im Bereich der Bildungswissenschaften, der Pädagogik sinnvoll ist und geschrieben wurde. Und Unterrepositorium dieses FIS Bildung, weil in FIS Bildung finden Sie auch gedruckte Bücher, die Sie dann kaufen müssten. Aber die Plattform PEDOX, also pädagogische Dokumente oder sowas heißt das wahrscheinlich, PEDOX, P
pedocs.de. Diese ist eine Plattform, die nur Open Source, also das heißt frei verfügbare PDFs enthält. Das heißt, Sie können dort genauso suchen, wie Sie es von Suchmaschinen kennen, eben nach einem bestimmten Begriff, Medienkompetenz, digitale Bildung, was auch immer Sie suchen. Und Sie finden dort entsprechend Texte von Kolleginnen und Kollegen, die dort entsprechend nach einer gewissen Frist können wir, selbst wenn wir Texte in Büchern veröffentlicht haben, können wir diese Texte dort hochladen. Das machen ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Erziehungswissenschaft, aus der Medienwissenschaft und vor allem auch aus der Medienpädagogik. Das heißt also, dort finden Sie schon mal richtig viel. Und das natürlich nicht vergleichbar mit einer Suche, mit einer Standardsuchmaschine. Vielleicht mal kurz an dieser Stelle, weil es ist einfach ein interessantes Thema. Hat jemand eine Idee, warum es nicht sinnvoll ist, mit einer Standardsuchmaschine wissenschaftliche Quellen zu suchen? Wer hat eine Idee? Genau, also erstmal hat man natürlich Anzeigen, werbefinanziell, das muss man natürlich sehen. Es geht ja nicht nur um die Algorithmen, sondern auch, wenn Sie eine Suchmaschine nutzen, da steckt eine riesen Serverinfrastruktur dahinter, die natürlich entsprechend betrieben werden muss. Und um das zu finanzieren, auch übrigens um diese Suchergebnisse zu finden, machen das Suchmaschinen so, Suchmaschinenbetreiber haben sogenannte Webcrawler, die das Web rekursiv verfolgen. Und das kostet natürlich Strom. Ja? Das heißt also, da sind enorme Serverkapazitäten, die da vorgehalten werden. Und das zu finanzieren, will man natürlich etwas verdienen. Naja gut, und wir wissen alle, dass Alphabet, das ist der Konzern, der hinter Google steht, auch immer wieder ordentlich, ne? Sie haben sich ein bisschen beschwert, dass der Umsatz ein bisschen eingebrochen wäre, aber immer noch ziemlich positiv. Also das heißt, da wird auch viel, viel Geld gemacht mit Werbung. Klar, und die Werbung kommt natürlich zuerst. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Ja, genau. Ja, genau. Das nochmal Ärger, wenn Sie mit ChatGPT suchen, also wenn Sie textgenerierende KI-Systeme zur Suche nutzen, was man ja auch machen kann. Da kommen sozusagen Zitationen überhaupt nicht vor. Aber tatsächlich ist es häufig so, dass natürlich gerade so bei den ersten Suchergebnissen, da wird unglaublich viel kopiert. Das sind eher so auch journalistische Texte und da kopiert die eine von dem anderen. Und natürlich erfahren Sie dann nicht mehr irgendwas, und das gerade im wissenschaftlichen Kontext bezüglich der Nachvollziehbarkeit ganz, ganz wichtig, dass man natürlich weiß, woher stammt jetzt diese Aussage. Ganz genau, also das ist natürlich auch ein Problem. Und das größte Problem ist aber, noch ergänzend zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist, dass die wenigsten Suchmaschinen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder von Studentinnen und Studenten genutzt werden. Das heißt also, eine Suchmaschine wie Google oder Bing, die sind richtig gut, die finden alles. Die finden alles, auch das, was ich Ihnen hier zeige. Aber wir finden es nicht, weil nämlich dann das Suchergebnis auf der 200. oder 250. Seite steht. Und Hand aufs Herz, so weit guckt keiner runter. Das heißt also, eine reine WWW-Suche oder eine reine Suchmaschinensuche mit Google ist schon ein ganz guter Einsprungspunkt. Gerade wenn Sie zum Beispiel Wiki noch dahinter schreiben. Dann kommen Sie zur Wikipedia und dann hat man erstmal so ein, okay, alles klar, erstmal einen Überblick. Auch da wieder, es gibt gute und weniger gute Wikipedia-Artikel. Die meisten sind mittlerweile richtig gut. Aber richtig gute Texte finden Sie dort nicht. Die finden Sie wahrscheinlich erst auf Seite 200. Und so weit guckt halt keiner runter. Und deswegen sind diese Repositorien, die ich Ihnen hier empfehle, viel besser als Einsprungspunkte. Man kann genauso suchen, aber man findet eben primär Quellen, die für einen bestimmten Nutzerinnen und Nutzerkreis geeigneter sind, nämlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für uns, für Sie als Studierende. Und da gibt es natürlich noch ein paar mehr, also da wieder jetzt Eigenwerbung, aber es ist ein ganz schönes Projekt, denn
die Ludwigsburger Beiträge, das ist eine Zeitschrift aus der Medienpädagogik, die ist bereits, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, seit 20 Jahren online gibt. Seit 20 Jahren online Open Access. Waren die anderen nicht so schnell? Aber es gibt einige, die fast genauso lange schon am Markt sind und ebenso frei verfügbare Texte anbieten. Das sind zum Beispiel die Österreicher Kollegen von der Universität Wien, die hier die Medienimpulse rausgeben, noch etwas häufiger als die Ludwigsburger Beiträge, und die Kolleginnen und Kollegen aus Zürich, aus der Schweiz, die Medienpädagogik herausbringen. Und auf diesen Zeitschriften finden Sie immer ganz aktuell Themen, die die Medienpädagogik bewegen. Zeitschriften ganz generell, wenn Sie es so für Ihr Studium, hat jemand eine Idee, wie lange es dauert, ein solches Buch auf den Markt zu bringen? Hat jemand eine Idee? Oder haben Sie selbst schon mal ein Buch veröffentlicht? Ein wissenschaftliches Fachbuch. Was schätzen Sie? Ich habe es schon gehört, so 2 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, genau, ja, genau in der richtigen Richtung. Also wenn man echt schnell ist, da waren wir hier relativ schnell, weil das war ja auch ein heißes Thema, da haben wir 1 Jahr gebraucht. Normalerweise brauchen Sie für ein Buch, so kann durchaus nichts außergewöhnlich sein, dass man 2, 3 Jahre braucht, bis man die Autoren zusammen hat, bis man es geschrieben hat, bis sozusagen das durch ein Peer-Review-Verfahren gegangen ist, gegebenenfalls, bis es dann beim Verlag ist, dann geht es mehrere Schleifen, bis es redigiert wird und so weiter. Und bis es dann gedruckt ist, meine Güte. Ja? Das heißt also, wenn es um heiße Themen geht, wenn es um neue Themen geht, dann sind Zeitschriften einfach die bessere Wahl. Also wenn Sie an sehr aktuellen Themen arbeiten, für die Bachelorarbeit, für die Masterarbeit, dann schauen Sie sich zum Beispiel auch diese Zeitschriften an oder vergleichbare Zeitschriften, wenn es in einem anderen Bereich ist. Denn bis etwas in Bücher kommt, das dauert immer. Und Zeitschriften haben einen ebenso hohen Standard, wie sie es beispielsweise auch von Fachbüchern können. Aber eben, Achtung, wissenschaftliche Zeitschriften. Wenn Sie einfach nur googeln, dann finden Sie irgendwelche www-Ressourcen. Und da geht es häufig darum, dass Ihnen irgendwer was verkaufen will und nicht unbedingt um wissenschaftliche Quellen. Bei diesen Zeitschriften, Ludwigsburger Beiträge, Medienimpulse, und MedienPad zum Beispiel, ideal für die Vorbereitung für diese Veranstaltung und für alle anderen medienpädagogischen Veranstaltungen. Eine weitere Möglichkeit ist, ganz viele, da sehen Sie jetzt meine private Webseite, auf der ich ein Literaturverzeichnis habe, in dem Sie alle meine Beiträge ebenfalls finden. Und zwar nicht nur aufgeführt, sondern wenn Sie genau schauen, stellen Sie fest, dass die Titel Links sind. Und wenn Sie auf diese Links gehen, dann kommen Sie entsprechend zu den ganzen Repositorien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und das machen ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch, nicht nur ich. Das heißt also, es lohnt sich durchaus, wenn Sie ein Buch oder einen Text von einem bestimmten Autor suchen oder einer Autorin, auf deren private, persönliche Seite zu gehen oder Hochschulseite manchmal auch und zu gucken, sind die Texte, die in der Publikationsliste stehen, vielleicht verlinkt. Bei mir ist das auf jeden Fall so, bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen ist das auch so. So erleichtern wir uns untereinander die Arbeit. Wenn man nämlich, für uns gilt ja das Gleiche, ne? Also ich lese am Tag gerne mal so 10, 20, 30 Artikel. Wenn ich für jedes Mal ein Buch kaufen würde, wie soll das gehen? Ja? Also das wäre ich ja arm. Professorinnen und Professoren verdienen nicht schlecht, aber irgendwann ist das auch aufgetaucht. Also, was ich sagen will, ist, da hilft das. Und das kann natürlich Ihnen genauso helfen. Das war das Repositorium, von dem ich schon kurz gesprochen habe, also Forschungswerkstatt Medienpädagogik. Das heißt also, jetzt gerade mit Fokus auf Forschungsmethoden in der Medienpädagogik könnte das für Sie von Interesse sein. Und das finden Sie eben nicht nur in den Büchern, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sondern auf dieser Webseite. Das heißt also, man geht hier einfach auf Startseite bzw. auf die Werkstattbeiträge und dann finden Sie entsprechend hier die ganzen aufgeführten Werkstattbeiträge, die Sie entsprechend auch nach Tags sortieren können. Und dann gibt es natürlich noch die gute alte BIP,
Hier im Gebäude, im Nachbargebäude. Und da werden vielleicht jetzt einige sagen, ach, jetzt macht er Werbung für die BIP. Was ist denn an der BIP so entscheidend? Was ist denn an der BIP so besonders, an der Bibliothek hier? Na, sie hat schon was. Weil, ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, wenn wir suchen, wenn wir nach bestimmten Begrifflichkeiten suchen, dann ist das immer auch eine Engführung. Ich mache mal ein Beispiel jetzt für die Medienpädagogik. Wenn Sie zum Beispiel nachlesen wollen zu dem Begriff, zu dem wir das letzte Mal eine Pantomime gemacht haben, zur Medienkompetenz, dann geben Sie in eine, das hat nämlich was mit dieser Push- und Pull-Logik zu tun, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, wie wir suchen. Eine klassische Suchmaschine hat nämlich eine Pull-Logik, das heißt also wir geben einen Begriff rein und wir bekommen entsprechend alles das zurück, was diesem Begriff entspricht. Das Dumme ist aber tatsächlich nur, was genau diesem Begriff entspricht. Was nämlich eine Suchmaschine häufig noch nicht kann, kommt zunehmend, ne? Sie kennen das wahrscheinlich, wenn die Suchmaschine fragt, meinten Sie vielleicht? Also wenn man sich vertippt hat zum Beispiel, ne, dann kommt, meinten Sie vielleicht. Was die Suchmaschine aber eben noch nicht kann, ist, das weiß sie einfach nicht, das müsste man ihr erst beibringen, dass, ja, Sie erinnern sich, was ich gesagt habe zur Medienkompetenz, dann gibt es noch eine andere Zielperspektive, nämlich die Medienbildung. Aber das wissen Sie, das weiß die Suchmaschine nicht. Wenn Sie also suchen, könnten Sie sagen, ich suche nach Medienkompetenz und suche nach Medienbildung. Aber viel besser wäre es ja eigentlich, wenn man all das findet, weil es gibt ja durchaus einen neuen Begriff, der diskutiert wird, gerade, haben Sie bestimmt auch schon gehört, der digitalen Bildung. Kann man ganz viel diskutieren, werden wir hier auch tun. Ne? Was ist jetzt die Differenz zwischen digitaler Bildung und Medienbildung? Gibt es nämlich durchaus etwas. Aber erstmal könnte es ja durchaus interessant sein, was es zur Zielperspektive Medienkompetenz gibt, dass Sie das auch finden, wenn Sie sich für die Zielperspektive der Medienbildung interessieren. Der Medienpädagogik, Moment. Und diese Möglichkeit, also dieses Push-Prinzip, nämlich Ihnen wird etwas angeboten, das gibt es in der Bibliothek. Ganz praktisch funktioniert das so, indem Sie nach diesem Begriff suchen, Medienkompetenz zum Beispiel, und dann, wenn eine Bibliothek gut sortiert ist, Sie dann in das Magazin gehen, wo das Buch zur Medienkompetenz steht und dann ganz einfach rechts und links schauen. Und dann werden Sie ganz viel auch zu den weiterführenden Begriffen finden. Und das tatsächlich, weil wir alle gelernt haben, dass wir zunehmend mit Suchmaschinen recherchieren, dass wir zunehmend mit Suchmaschinen auch forschen, kommt das häufig zu kurz. Also diese Synonyme, die es nämlich auch gibt und die es nicht nur natürlich in der Medienpädagogik gibt. In Ihrem Fach bzw. in der allgemeinen Pädagogik oder in der Schulpädagogik ist es ganz genauso. Und da hilft tatsächlich die Bibliothek. Also für die wirklich umfängliche Recherche kann man auch durchaus mal in die Bibliothek gehen und nach einem Begriff suchen und dann einfach mal rechts und links schauen, was gibt es da sonst noch. Wem das jetzt zu schnell ging, natürlich gibt es ein Video Medienpädagogik im Schaukelstuhl genau zu diesem Thema, wie man recherchieren kann. Und es gibt auch für diejenigen, die primär online recherchieren wollen, ein Video online, also Recherchen online fast. Da stelle ich Ihnen auch noch zusätzlich noch eine ganz interessante Suchmaschine vor, eine sogenannte Meta-Suchmaschine, MetaGer zum Beispiel, die Ihnen die Suche, die Ihnen sozusagen die Zusammenführung unterschiedlicher Suchmaschinen abnimmt. Auch vielleicht eine spannende Sache für diejenigen, die sagen, ich finde keine Literatur und ich finde keine richtig guten Texte. Aber hier in dieser Form erstmal nur die Kurzversion. Wer es noch etwas intensiver und wer vor allem auch die Links sich nochmal anschauen, Sie finden bei allen meinen Videos, auch bei den Videos Medienpädagogik im Schaukelstuhl, in der Beschreibung finden Sie immer dann auch weitere Hinweise, zum Beispiel auch die Links zu diesen Suchmaschinen und zu diesen Repositorien. Soweit. An dieser Stelle würde ich jetzt eine Klammer schließen. Klammer zu, es sei denn, es gibt noch irgendwie ganz schnelle Fragen dazu, zu dem, was ich gerade eben erzählt habe. Guck mal in die Runde, zum Ersten, zum Zweiten. Dem ist nicht so. Im Anschluss haben Sie ja immer auch die Möglichkeit, mich nochmal anzusprechen.
Ich bleibe ja immer so lange hier, bis entsprechend alle persönlichen Fragen auch geklärt sind.